Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja Leute, wie ihr schon sehen könnt, dreht es sich heute mal um ein Fortnite-Video nochmal. Und zwar ist das heute aber, denke ich mal, erstmal das letzte Fortnite-Video, was es erstmal auf diesem Kanal geben wird. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt Battle Pass Level 100 erreicht habe, wie ihr hier sehen könnt bei den News. Hier steht nämlich Battle Pass Bonusbelohnung. Du hast Battle Pass Level 100 erreicht. Erhalte alle 100 Battle Pass Belohnungen, um Bonusseiten freizuschalten, auf denen dich noch mehr Belohnungen erwarten. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall, ja, schön, beziehungsweise immerhin Level 100 erreicht zu haben. Ich denke zwar nicht, dass ich, ja, diese Season noch Level 200 erreiche, aber gut, wir schauen uns erstmal die Bonusbelohnung an, würde ich sagen, und dann holen wir gleich sogar noch die anderen Belohnungen ab. Also die, ja, normalen Belohnungen. Und zwar sind in der Bonusbelohnung einmal hier der Skin, dann noch so ein Banner, der Sturmläufer, noch ein Style und noch eine Lackierung. Gut, dann gibt es ja auch noch eine zweite Seite, wo dann nochmal hier so ein, ja, Spray-Motiv drauf ist von Evi, noch einen Style. Sturmläufer hat auch noch einen Style. Hier ist dann noch so ein Hängegleiter in einem anderen Style und nochmal Adira. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Hauptbonusbelohnungen. Und zwar sind das hier Platinris Sabina. Das gleiche natürlich auch mit Evi. Und mit den ganzen anderen auch Malik, Sturmläufer und Adira. Dann das zweite ist Blau Schlürf. Auch natürlich wieder mit allen Skins. Hier einmal im Schnelldurchlauf. Und das letzte ist dann noch Aura Glanz. Auch wieder mit allen. Sieht eigentlich relativ nice aus. Aber wie gesagt, ich denke mal nicht, dass ich diese Season Level 200 werde. Und jetzt würde ich sagen, holen wir auch die, ja, die Bonusbelohnungen ab. Gut, ich habe hier ein paar Sachen noch nicht eingefordert, aber das ist jetzt auch Nebensache. Wir holen jetzt die was für Bonusbelohnungen? Sorry, Leute. Wir holen jetzt mal die Hauptbelohnung ab, weil, wie ihr wisst, warte ich ja immer bis Ende des Battle Passes, beziehungsweise bis ich Level 100 bin und dann hole ich erst meine Belohnung ab. Und ja, ich würde sagen, wir machen es direkt mal. Hier die ganze erste Seite. Hier ist auf jeden Fall einmal Doppelschuss. Darf ich das auch sehen? Ja, Doppelschuss Loading Screen. Doppeltes Kreuzfeuer. Das Syndikat als Lobbymusik. Dann noch Paarklingen. Schlag des Syndikat-Spray-Motiv. 100 V-Bucks. Dann Schnips, für den ich noch Aufgaben machen muss, wenn ich die anderen Varianten haben will, zeige ich euch auf jeden Fall gleich was. Hier Schnipsaufträge, dann Ausreißer als Sticker, noch Bannersymbol, noch eins und fünf Battlesterne, wofür auch immer. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch mal fünf Battlesterne, keine Ahnung warum. Und von Schnips hier noch ein paar Varianten. Kopf, Oberkörper, Beine. Auf jeden Fall, das sind hier so die ersten Sachen, die man so von Schnips bekommt, wenn man. Ja, okay. Dann hier Seite 2 fordern wir natürlich auch alles direkt ein. Und zwar ist das ja hier Bastel-Zweihänder als Spitzhacke. Spray-Motiv Kampfmodus. Hupsi-Sticker. Resty als Backbling, Loading Screen zusammengesetzt, Likes ohne Ende, ist eigentlich ein cooler Emote, finde ich. Wieder 100 V-Bucks, wie immer. Banner-Symbol, ja, Lackierung, und zwar zwei Farben-Ballons. Und Evi im zweiten Style. So, Seite 1 haben wir abgeschlossen. Und Seite 2 haben wir auch abgeschlossen. Jetzt kommen wir natürlich dann zur Seite 3. Ja, fordern wir natürlich auch direkt alles ein. So, 100 V-Bucks, nichts Neues. Lackierung ist eigentlich auch egal. Letzter Halt. Als, ja.
Loading Screen, dann hier beweglicher Klingengleiter als Hängegleiter, Drachenrunenlanze. Finde ich, ist nice, ist hier eine nice Spitzhacke. Lobbymusik einrasten und ausrasten. 100 V-Bucks nochmal. Uff, als Sticker ist ein Ding-Sticker, also der Emotes macht, ich weiß nicht, wie man den nennt, Synchron oder so. Dann hier ein ziemlich nicer Emote für, ja, hier den ein Schnapsi-Skin oder wie der heißt. Und nochmal ein Style für Adira. Oder ist das der erste Style? Ich weiß gar nicht. Ist das der erste Style von Adira? Gut, hier haben wir Evie. Hier ist Evie. Da ist auch nochmal Evie. Okay, nee, das ist das erste Mal Adira. Okay, jetzt kommt der zweite Style. So, dann nächste Seite einfordern. Und zwar hier Spray, Geist des Drachens. Ein relativ nice Backlink von Adira. Adiras Schlachtflagge. Banner-Symbol, 100 V-Bucks, hier Adira und der Drache als ja, Dings hier, Loading Screen, Schicksalssturz als Kondensstreifen, okay, auch schon lange nicht mehr gesehen. Drachenritt, Alter, der Hängegleiter, der sieht echt nice aus. Dann 100 V-Bucks wie immer, Lanzentanz, oh, ganz nice. Zweiter Style von Adira. Und dazu natürlich auch die zweiten Styles, ja, von dem Hängegleiter, Pickaxe und Backbling. So, dann kommen wir auch schon zur fünften Seite und damit sind wir dann bei der Hälfte. Und zwar gibt es hier wieder einen neuen Skin, aber erstmal mit Liebe eingepackt als Emote. Einen Hängegleiter, ja, geht fit, ist halt so ein Standard, finde ich. Ein Spray. Dann hier Pickaxes, die ich jetzt nicht so nice finde. Ja, Backbling. Wieder Kondensstreifen und die sehen auch ziemlich nice aus. Dann, ja Leute, ich glaube, der Loading Screen kommt, glaube, manchen bekannt vor. Das war nämlich, bevor diese Season gestartet ist, da waren diese Pilze, ja, im Screen. Also, falls ihr noch wisst, wie ich meine. Dann 100 V-Bucks, Banner-Symbol wieder und Sturmläufer als neuen Skin, den ich noch nicht habe. So, dann. Will da auch mal einfordern. Königszeit, okay, jetzt habe ich einzeln eingefordert. Scheiße. Egal. Okay, dann das war's als Emote. Ja, ziemlich nice. Dann hier wieder noch ein Loading Screen Angriff des Königs. 100 V-Bucks. Ein Spray wieder. Lackierung. Backbling. 100 V-Bucks nochmal. Hängegleiter sieht ziemlich nice aus. Und Malik als neuen Skin. Okay. Dann, ja, hier gehen wir direkt auf die nächste Seite. Und zwar haben wir hier eine Lackierung. Kondensstreifen wieder. Einen Sticker mal wieder. Dann einen Loading Screen. Und sachte am Start. Okay, Leute, den Emote kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob das Video dann gesperrt wird. Aber auf jeden Fall, das ist neu. Nämlich, das ist das erste Mal, dass ein, ja, ein Ikonreihen-Dance im Battle Pass ist. Finde ich auf jeden Fall nice. Dann zweimal 100 V-Bucks, also 200 V-Bucks. Dann Königsseid, neuer Style. Malik mit seinen neuen Styles, ja. Und Sturmläufer hat auch noch einen neuen Style. Okay. Dann kommen wir auch schon zur Seite 8 und neun, wieder einen neuen Skin. Und zwar, ja, hier erstmal wieder ein Banner-Symbol, Kondensstreifen. Dann wieder ein Sticker, der an seine Haare zieht, verzweifelt. Okay. 100 V-Bucks. Windkrabbler als Hängegleiter. Dann hier ein Erntewerkzeug, Spray, Loading Screen. Shuriken Spinner. Ah, fast so wie Fidget Spinner.
Und Sabina als neuen Skin. Okay, also ich finde Sabina, der sieht ziemlich nice aus. So, dann hat Sabina hier nämlich auch schon ihren zweiten Skin, beziehungsweise zweiten Style. Und ja, unsere Evi hat ja auch einen zweiten Style, wie man schon sehen kann. Okay, erst wieder eine Lackierung, 100 V-Bucks. Dann ein Spray-Motiv von Darth Vader. Okay, das heißt ja Lord Vader, okay. Dann wieder ein Witwenversprechen als Backbling, als neuer Style. Ja, hier ein Loading Screen. Der kommt euch auch bekannt vor. Echt gute Vibes heißt der. Ja, wenn ihr in Fortnite reingeht, wenn ihr wenn ihr das Spiel ladet oder lädt, heißt es richtig, dann seht ihr das auch. Dann wieder eine Lobby-Musik, 100 V-Bucks. Banner-Symbol. Ja, Darth Vader. Dann Evi hier mit einem neuen Style, sieht auch ziemlich nice aus. Dann Parkling haben natürlich dann auch einen neuen Style und doppeltes Kreuzfeuer hat dann natürlich auch einen neuen Style. Sabina mit einem neuen Style. Ja, geht fit. Und dann haben natürlich Witwenversprechen. Ja. Witwenversprechen und Windkrabbler natürlich auch einen neuen Style. Was mir hier gerade auffällt, wenn man das Backbling und die Pickaxe zusammenspielt, dann wird die Pickaxe, glaube ich, hinten aus dem Dings rausgezogen, aus dem ja, aus diesem ja, wie soll ich sagen, aus dem Backbling halt. Okay, das war's dann auch hiermit. Gut, dann kommen wir auch schon zur letzten Seite und das ist natürlich das Highlight und zwar mit Darth Vader. Hier sind die ganzen Darth Vader Sachen. So, einmal Vaders Schwert als Sticker. Dann Wappen des Imperiums als Pickaxe. Imperialer Marsch. Okay, geht in Ordnung. Dann T-Staffel als Kondensstreifen. Shuttle der Lambda-Klasse als Hängegleiter. Na gut, den finde ich jetzt nicht so nice. Dann die Lackierung Darth Shader. Weiß nicht, warum man es nicht einfach Darth Vader genannt hat, keine Ahnung. Sith Aufstieg. Spüre die Kraft der dunklen Seite. Illustration von Dominic Meyer. Teil des Darth Vader Sets. Ja. Ein Loading Screen halt. Dann wieder 100 V-Bucks. Viper Sonden Trio Droide als Backbling. Ja, geht fit. Und Darth Vader als Skin. So Leute, damit haben wir dann, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, die ganzen Battle Pass Seiten durch. Seite 1, Seite abgeschlossen, 2 Seite abgeschlossen, 3 Seite abgeschlossen, 4 auch, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So Leute, auf jeden Fall, ja, das war's auf jeden Fall von dem Battle Pass. Wie gesagt, Bonusbelohnungen, mal gucken, wie viel ich noch bekomme. Ich würde gern bis Level 200 noch kommen, aber gut, Fortnite, naja, also Fortnite und ich, ja, sind gerade so ein Ding. Die Season geht noch bis zum 17. September. Gut, ich sag mal so, fast noch anderthalb Monate Zeit. Wohin ich mindestens gerne kommen würde, ist bis hierhin eigentlich. Das heißt, warte mal, dann müsste ich 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ja, keine Ahnung, Leute. Also, ich bin da gerade ein bisschen überfordert. Aber ich würde gerne noch bis hier hinkommen, weil ich mag diese blauen Styles. Gut, das finde ich eigentlich auch ganz nice, aber kommt nachher drauf an, wie viel Bock ich auf Fortnite habe. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall zusehen, ja, dass ich diese Sachen hier mir freispiele. Und zwar dafür muss man Resty-Marken finden. Oder schließe wöchentliche Aufträge ab. Gut, das geht natürlich auch. Hier habe ich alles, hier finde Resty-Marken. Ja, also man muss hier überall Resty-Marken finden oder wöchentliche Aufträge von Woche 6 oder so abschließen. Das ist hier auf jeden Fall ja Pflicht, wenn man die ganzen Styles haben will. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's von diesem Video.
Gut, Indiana Jones habe ich auch fast alles fertig. Da fehlt mir nur noch jetzt, ja, dieser Emote hier. Aber ansonsten habe ich auch alles fertig. Wie ihr sehen könnt, hier Battle Pass Seite 10, Seite abgeschlossen. Seite 9, Seite abgeschlossen. Seite. Hier habe ich alles abgeschlossen. Seite 10 ist durch. Seite 9 ist durch. Seite 8, Seite 7, Seite 6, Seite 5, Seite 4, Seite 3, Seite 2, Seite 1. Und ja, auf jeden Fall gut, meine V-Bucks sind natürlich jetzt dementsprechend wieder höher. Ich habe wieder 1640 V-Bucks, nice. Und ja, in meinem Spind wurde so ein bisschen aufgerüstet mit ja, den ganzen Emotes, Lackierungen, Loading Screens, Lobbymusik, halt alles, weil eben war das ja noch viel weniger. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, wie gesagt, ich guck mal, wie weit ich komme im Battle Pass. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal ein Video rausbringen. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.